So, willkommen zurück, liebe Leute, zu Decay the Mare. Und ja, wir legen jetzt einfach mal direkt los, nochmal das mit den Türen auszuprobieren. Allerdings habe ich überlegt, ob ich in diese Ringe vielleicht so eine dieser Münzen legen kann. Wir haben noch so eine Münze gefunden und das sollen ja auch irgendwie mehrere werden, die wir da... Nein. Ja, aber jetzt stehen wir doch erst davor. Genau, jetzt erstmal so. Verwenden. Das kann hier nicht verwendet werden. Aber es gibt ja mehrere Ringe. Und vielleicht geht ja eine Münze in die anderen Ringe. Oh, nee, das wollte ich gar nicht. So, jetzt gehen wir wieder raus hier. Ich versuch's nochmal und ich, weiß ich nicht. Ich glaube immer noch, dass wir eigentlich anhand der Pfeile bestimmt hier weiter müssen. Die Frage ist nur, welcher Zettel, und vielleicht gibt es ja auch zweimal so einen Flur, wo man dann so gehen muss. Deswegen nehme ich erstmal nochmal den. Und mache den einmal nochmal, also ich mache beide nochmal von oben nach unten und von unten nach oben. In der Hoffnung, dass es einfach klappen muss. Und wenn das nicht klappt, dann muss ich vielleicht auch nochmal irgendwie eine Lösung gucken oder so. Also ich fange mal an, von unten nach oben. Geradeaus, links, links, geradeaus. Ist in dem Fall sogar dasselbe. Ja, gut. Aber hier, warte mal, hier steht eine 2. Ah, warte mal. Vielleicht hat das ja... Ah, dann ist das hier doch der erste Zettel und danach kommt der andere. Dann braucht man wenigstens nicht raten. Und dann machen wir nochmal von unten nach oben und oben nach unten. Rechts, 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 geradeaus, links. Ich versuch's mal. Rechts, 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 geradeaus, links. Rechts. Rechts. Und dann ist man schon wieder zurück. Also das geht schon mal nicht. So, wenn wir da jetzt nochmal drauf gucken, dann ist es links, geradeaus. Rechts, rechts, rechts. Links, geradeaus. Rechts, rechts, rechts. Links. Geradeaus. Rechts. 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 Ja, aber es geht noch mehr. Nochmal rechts. Noch laufen wir geradeaus. Jetzt bin ich verwirrt. Steht hier vielleicht, wie oft man... Ah, vielleicht Zettel nacheinander einfach nehmen. Warte, dann muss ich mir das mal aufschreiben. Das haben wir natürlich auch noch nicht ausprobiert. Ich habe jetzt eher gedacht, dass das vielleicht nochmal kommt. Mit dem, mit dem Türenrätsel. Aber dann machen wir das mal so. Also ich habe jetzt von unten nach oben gemacht. Versuchen wir das nochmal. Rechts, rechts, rechts. Nicht, dass ich das falsch mache. Geradeaus. Links. Und dann den anderen. Das könnte natürlich die Lösung sein. Geradeaus. Links. Links. Ah, jetzt habe ich das falsch rum gemacht. Warte mal. Geradeaus. Links. Links. Geradeaus. So. Also rechts, rechts, geradeaus, links. Und geradeaus, links, links, geradeaus. Mal gucken, ob das klappt. Und sonst halt nochmal das Ganze andersrum. So, wir fangen an mit rechts. Rechts. Hä? Habe ich irgendwie einen Fehler gemacht? Doch, andersrum. War das andersrum? Machen wir es andersrum. Machen wir es doch andersrum. Dann fangen wir an mit links. Geradeaus. Rechts. 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 Genau. Und jetzt, da wir das dann doch andersrum gemacht haben, und da ist es in dem Fall sowieso egal, geradeaus.
Links könnte klappen. Links geradeaus. Yeah! Okay, cool. Das Labyrinth. Gut, wir haben es geschafft. Darauf hätte ich mal vorher achten sollen, dass da die Ziffern sind und dass man die Blätter nacheinander auch benutzen könnte. Das haben wir geschafft. So. Trotzdem müssen wir eh nochmal zurück. Ich hoffe, das kommen wir dann auch. Hier ist wieder so ein Ring. Eine Blume. Und hier ist ein Herz. Und da ist eine Münze, ne? Ah. Sehr schön. So eine zweite Münze. Können wir denn jetzt hier eine dieser Münzen reinlegen in den Ring? Oder gehört da jetzt eine Blume hin? Nein. Haben wir das gleich beantwortet, oder was? Eine Blume. Tisch angucken. Das Bild hier? Nein. Aber wir können da hin, dann gehen wir da mal hin. Können wir uns hier auch drehen? Auch da hat das Licht wieder geflackert. Okay, gucken wir uns das mal an. Time is an illusion. Ja, ja, Zeit ist eine Illusion. Das hatten wir schon. Genau das stand auch am Anfang von diesem Traum. Ja. Sam, das stimmt. Und wir müssen immer noch... Ja, was machen wir hier eigentlich? Was könnte man denn hier vielleicht mal machen? Vielleicht das nochmal verwenden? Nein. Müssen wir da irgendwie rankommen? Nee. Bestimmt passiert jetzt was. Hier war jetzt nur die Münze zu holen? Ist irgendwie auch merkwürdig. Kann man sich hier drehen? Was können wir denn mal hier machen? Können wir das Bild da irgendwie reinlegen? Nein. Da ist aber auch eine Blume drauf, ne? Merke ich gerade. Weiß ich nicht. Und dieses Herz hier? Gut. Du musst dich in dem Raum weiter umschauen. Echt? Aber habe ich doch schon. Muss es hier noch was geben. Dann muss ich hier irgendwas noch machen können. Aber was denn? Was kann ich denn hier machen? Das verwenden? Nein. Die Münzen glaube ich auch nicht. Tja, irgendwas kombinieren? Das mit dem? Ja, schwierig. Soll mich hier weiter umschauen, aber es ist auch das Einzige, was es hier gibt. Oder eins der Bilder noch. Vielleicht habe ich das übersehen. Oder hier irgendwas. Ich gehe nochmal zurück. Kannst du... Ah, hier. Ah, Blumen. Zeichnungen von Blumen. Aufheben. Na klar, die nehmen wir mit. Dann haben wir das. Das ist super. Und die schauen wir uns mal an eben. Untersuchen. Kann man die nicht drehen? Nee, man kann die nur nach oben und unten machen. Eine Blume mit einem Pfeil. Oh, jetzt wird es bestimmt knifflig. Ein Auge, was mich daran erinnert, an die Wand, wo die Augen sind. Feuer. Also die kann man irgendwie alle zuordnen. Und hier Wasser oder Tränen, Regen, wie auch immer. Pfeil, Auge, Feuer, Tropfen. Tja, jetzt ist die Frage, was wir damit machen können. Hier haben wir auf jeden Fall eine Blume drin, aber hatte ich die nicht auch schon woanders gesehen? Ließ sich davon, hatten wir nicht noch irgendeinen Code oder so, den wir irgendwie öffnen mussten? Wir gehen mal einfach raus, mal gucken. Hä? Kann man hier nicht mehr zurück? Vielleicht nur nicht durch diese eine Tür. Können wir nochmal mit der Tasche reden? Schade.
haben wir hier noch? Dann haben wir noch die Tür. Der Stuhl. Da war wieder das The Ring-Video. Okay. Warum auch immer. Hier haben wir nichts mehr. Haben wir hier noch was? Nein. Da wurde jemand gerade irgendwie erschossen. Es ist einschüchternd, aber verstehen tue ich es trotzdem nicht. Wir gehen mal geradeaus. Achso, jetzt sind wir hier wieder. Warte mal, lass mich mal führen. Sollen wir durch die Tür? Echt jetzt? Warum denn? Sollen wir hier schon was anwenden können? Vielleicht sollen diese Zeichnungen in die Ringe rein? Ich versuch's mal. Tatsächlich. Aber kann ich die auch wieder wegnehmen? Aufheben. Ja. Warte, dann... Welche kommt denn dann wohin? Wir haben hier ein Herz daneben. Eine Blume sind ja überall drauf. Es gibt bestimmt... Warte mal, wir haben die Uhr da hinten. Hat das vielleicht was zu bedeuten? Ich glaube, es muss hier irgendeinen Hinweis in dem Raum geben. Außer der Blume, weil die Blumen sollen einfach in die Ringe rein anscheinend. Muss es noch irgendwas geben, was darauf hindeutet, ob wir hier jetzt Regen oder Feuer oder sonst was haben? Du musst herausfinden, was du mit diesen Bildern machen kannst. Ja, die soll ich da reintun. Aber welches wohin? Das ist ja die Frage. Weil bei dem Raum hier weiß ich es einfach nicht. Vielleicht erstmal die anderen ausprobieren, bevor ich mir den Ring hier vornehme. Vielleicht ist das ja eine bessere Überlegung. Wir gehen mal erstmal raus. Aber ich komme hier irgendwie immer wieder zurück. Kann das sein? So, jetzt bin ich zurück. Hier war doch, ich muss mal die nächsten Ringe suchen. Hier war zum Beispiel auch einer. So. Hier ist es ganz blau und leuchtend. Ich könnte mir vorstellen, dass hier vielleicht Wasser hingehört. So, ich packe die einfach mal so jetzt rein. Wenn ich mir nicht sicher bin, muss ich eben nochmal zurück. Ja. Ich weiß gar nicht, wo die anderen Ringe alle waren. Das ist schon gemein. War hier noch was? Guck mal, was war da? Ist nichts drin. Oh, es ist schon auch eine unheimliche Atmosphäre hier in dem Spiel, finde ich. Der Teddy. Ein Teddybär. Können wir den tatsächlich irgendwie hier mal verwenden? Nein. Das ist ja auch übel. Geh mal bitte. Wir suchen die nächsten Ringe. Weiß überhaupt nicht mehr, wo hier was ist. Aber jetzt kommen wir wieder zurück. Das will ich auch nicht. Hier ist der Stuhlraum. Das ist Blödsinn. Ich geh mal nach rechts. Hier durch. Genau. Da kommen wir nicht durch. Da haben wir kein Licht. Hier geht's wieder zurück. Ich nehme mal die andere Tür, die da. Oder komme ich jetzt wieder zurück? Oh, mega nervig. Nein, wir sind schon richtig. Hier ist nämlich der Augeraum. Sehr schön. Dann geh mal an den Ring ran. Geht das nicht? Hä? Hier ist doch ein Ring. Kannst du das hier nicht verwenden wegen... Hier? Ja, doch. Geht doch. Also das ist bestimmt richtig. Mit dem. Das ist die Frage, wo wir den letzten Ring nochmal finden. Da war denn nicht. Hatte ich den überhaupt schon? Man gab schon so viele Ringe. War der hier drinne? Nee, ne? Das war das mit dem Brett. Das war der Bretterverschlagraum. Da war auch nichts, ne. Mal nach links, wenn es geht. Nee, ich wollte da noch mal in den anderen Raum. Genau.
kommen wir her, aber hier war auch kein Ring, ne? Was ist denn der andere Ring? Hier steht's ja schon wieder. Zeit ist eine Illusion, ja. Können wir uns die Zeit lassen, oder? Vielleicht nochmal nach unten hier gehen? Wie viel Zeichnung haben wir jetzt überhaupt noch? Oh. Zwei. Ja, und ich will ja immer nicht in den einen Raum zurück, wo wir schon herkommen. Weil ich mir ja nicht sicher bin. Oh, es ist so unheimlich hier. Oh, mit den Geräuschen jetzt auch noch. Ja, die zwinkern hier immer noch alle. Jo! Alles gut. Hier links vielleicht nochmal. War auch noch nicht. War das nicht der mit den Ziegeln genau? Wo ist denn der andere Ring? Hier weiß ich auch immer noch nicht, was mit denen ist. Können wir in den Brettern hier vielleicht das runterhauen mit unserem Vorschlaghammer? Gut, dann folge ich jetzt nochmal dem Fragezeichen. Weil wenn ich... Er folgt mir, also der bringt mich bestimmt zurück jetzt. Ja. Zum anderen wieder. Ach, hier ist ja noch. Stimmt. Direkt vor unserer Nase. Ja. Was ist das jetzt aber? Feuer oder was hatten wir überhaupt noch? Und Pfeil. Dann legen... Ja, was machen wir mal? Feuer und Pfeil. Keine Ahnung, was hier hin könnte. Mal den Feuer, Pfeil, Pfeil. So. So mache ich das jetzt einfach mal. Klar, der war ja da, der Ring. Stimmt. Und hier eine Blume. Ja, toll. Und hier die mit dem Feuer hin. So, jetzt haben wir alle hingelegt. Nichts passiert. Also ist die Kombi wohl falsch. Das mit dem Auge ist, glaube ich, klar. Der blaue Raum für Träne könnte man wegen Blau Wasser immer noch so assoziieren. Ich tausche einfach die beiden jetzt auch nochmal aus. Kannst du die Zeichnung genau, heb die nochmal auf. Man kann die sich nicht näher angucken, ne? Also umdrehen oder irgendwas. Ist denn hier irgendwas im Raum, was die Blumen zeigt? Vielleicht auf den Bildern, aber die kann man sich hier gar nicht angucken. Geht also auch nicht. Deswegen tausche ich jetzt nochmal Feuer und Pfeil aus. Weil die anderen beiden müssten eigentlich richtig sein. So, dann pack mal hier Feuer hin. Genau. Und da bitte einmal Pfeil. Weh, das stimmt nicht. Ich habe keine Lust, die ganzen anderen noch wieder zu holen. Ist doch super jetzt hier. Warum geht das nicht? Ah. Ich meine, Herz, Blau, Herzschmerz für Tränen könnte natürlich auch sein. Dann wäre das im blauen Raum wieder falsch. Da war ja aber auch nichts zu sehen eigentlich, was man da... stattdessen dann reintun könnte, bin ich ein bisschen überfragt, was denn dann nun da hinkommt. Wenn man diese Bilder vielleicht interpretieren könnte, dann könnte man vielleicht auch überlegen, also ich glaube, das ist dieselbe Frau, nur vergrößert hier. Und da ist irgendwas auf dem Tisch und das wird ja auch, also was dahinter ist, vergrößert. Die Frage ist aber, was da liegt und ob das einen Zusammenhang hat mit den Blumenbildern. Ja, ich gehe jetzt einfach mal nochmal zum blauen Raum.
Weil was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein. War das hier überhaupt? Nee, ne? Nee, hier wollte ich gar nicht hin. Liegt da was auf dem Boden? Nein. Ja, schwierig. Hier kommen... Ach, da ist ja schon der blaue Raum, genau. Eigentlich sind die ja gar nicht so weit entfernt, aber muss ich das mit diesen Pfeilen einfach so merken? Dann nimm mal die Träne mit und... Ja, packen wir... Was packen wir hier hin? Den Pfeil? Den Pfeil. Wenn wenigstens mal was passieren würde, dass man weiß, das ist richtig. Ich meine, das ist der Mond. Was? An Mond schießen? Keine Ahnung. Ich lasse den Pfeil hier mal ruhen. Bis man dann alle Möglichkeiten eigentlich ausprobiert hat, ne? Aber es ist ja auch echt... Mann. Feuer lasse ich da jetzt auch nochmal liegen, wie gesagt. Und dann probieren wir es nochmal mit der Träne hier. Auge ist, wie gesagt, so das Einzige, wo ich glaube, dass das richtig liegt. Aber wer weiß. Und nichts passiert wieder. Tja, du musst herausfinden, was du mit diesen Bildern machen kannst. Ich kann sie auch nicht anzünden oder so. Von daher, es passiert ja nichts. Münzen habe ich 2. Vielleicht ist das tatsächlich der Hinweis wegen der Blume. Ich muss da, glaube ich, nochmal drüber nachdenken. Ja, nur das Ding ist, Liebe ist durchdrungen. Der Junge weint. Das ist nämlich dann die Träne. Der Junge weint. Der Mond brennt. Ah, okay, warte, dann kommt das Feuer. Okay, alles klar. Ja, hätte ich mal gleich drauf achten sollen. Aber ist dann nicht das mit dem Herzschmerz mit Träne richtig gedacht sogar? Kann ich das dann nicht liegen lassen? Liebe ist durchdrungen, der Junge weint. Ja. Dann kommt bei Liebe mit dem Herz nämlich der Tropfen hin. Der Mond brennt, da kommt das Feuer hin. Die Männer beobachten uns. Liebe ist durchdrungen, dann aber vielleicht doch eben ein Pfeil. Oh, jetzt weiß ich gerade nicht, wie ich das zuordnen soll. Weil wir haben ja auch noch, was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Was habe ich denn noch hingelegt? Ach, das Auge. Genau. Wieso wird das mit dem... Die Männer beobachten uns, da kommt dann das Auge hin. Hm, okay. Der Mond brennt. Okay, ich muss mal... Liebe ist durchdrungen, das muss, dann muss der Pfeil doch hier hin, oder nicht? So verstehe ich das jetzt. Ah, jetzt will ich das noch schaffen, schnell. So, nimm das mal. Das ist dann falsch. Ah, okay, es hilft, hilft einem ja, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich logisch, ne? So, ihr habt es wahrscheinlich schon längst die ganze Zeit in die Kamera geschrien. Ah, Zettel. Aber, okay. Hätte ja auch sein können, ich es so schaffe. So, was wollten wir hier dann hinlegen? Huh? Ich wurde in ein Freundes-irgendwas zugefügt. Das wird, glaube ich, bei Steam immer gar nicht aufgenommen. Ich meine, dass die Errungenschaften für euch auch immer gar nicht zu sehen sind. Die ganzen Errungenschaften, die die ganze Zeit bekommen, die werden gar nicht aufgenommen. So, aber die Frage ist, was kommt dann hier hin? Wenn... Weiß ich gar nicht, was hier in den Ring kommt. Weil hier das so... Weiß ich nicht. Schwierig halt. Aber der Mond brennt, das ist schon mal, das ist voll wichtig. Der Mond brennt. Da können wir uns schon mal ordentlich gut orientieren. So, das nimmst du mal bitte. Und packst dafür das Brennen rein. So.
Genau, Feuer. Aber es passiert trotzdem nichts. Also selbst wenn eine Zeichnung richtig liegt, weiß man nichts, sozusagen. Die Augen waren aber nicht hier. Die Frage ist, kann das dann so bleiben? Ich mache erstmal jetzt nochmal den Pfeil dann nicht da beim Mond hin, sondern dass die schon mal richtig liegen. Und mal gucken, ob dann irgendwas passiert. So, Liebe ist durchdrungen. Mit einem Pfeil durchbohrt. Ich hoffe, es ist richtig gedacht. Jetzt haben wir noch die Träne hier. Der Junge weint, hieß es ja noch irgendwie. Wollen wir den hier weinen lassen? Ist das so? Stimmt dann alles? Passiert hier überhaupt irgendwas und ich warte immer nur sinnlos irgendwie. Also, Liebe ist durchdrungen. Ich hoffe, das mit dem Pfeil ist richtig. Der Junge weint. Weiß nicht, ob der Typ dann damit gemeint ist. Der Mond brennt, haben wir auch gemacht mit dem Feuer. Die Männer beobachten uns. Könnte natürlich auch sein, dass das die Männer sind. Und dann, dass ich das nochmal andersrum machen muss. Dann muss ich aber nochmal zu dem anderen Raum. Nein. Zu den Augen muss ich nochmal hin. Aber doch, der Junge weint. Das Auge weint dann sozusagen. So kann man das dann interpretieren. Wenn es denn dann stimmt. Wenn es denn stimmt. Extra noch mal hier weggehen. So. Dadurch. Ich hoffe, es ist richtig. Ja, ist richtig. Genau, und dann hier noch mal hin. Die kannst du noch mal aufheben. Könnte man ja echt meinen, dass das hier so gut passt, ne? Aber wahrscheinlich nicht. So, der Junge weint. Oder weint. Auch wenn das für mich gar kein Zusammenhang eigentlich ist mit dem Jungen, aber okay. Oh, das hier mache ich auch immer falsch. So, wir gehen wir wollen zurück und hier durch. Und dann die Treppen runter. So. Dann hier zurück. So langsam merkt man sich die Wege, aber einfach ist deswegen trotzdem nicht. Und dann hier jetzt nochmal runter. Zurück zum Stuhl. Genau. Und nun hier nochmal hin. So, wenn das jetzt nicht stimmt, weiß ich auch nicht. Dann habe ich irgendwas nicht verstanden. Irgendwas ist jetzt passiert. Da ist irgendwo ein Licht angegangen. Meister der Zeichnungen. Yay! Okay. Können wir die jetzt wieder mitnehmen? Oder lasse ich die besser liegen? Ich lasse die mal besser liegen. Jetzt ist die Frage... Nee, hier will ich dann gar nicht hin. Jetzt muss ich in den Schachtraum... Wo war der nochmal? Das war eine Seitentür. Das war aber nicht diese Seitentür, glaube ich. Das war raus aus dem Gang. Genau, weil hier war der Kopf. Wir können jetzt durch den Schacht krabbeln. Oh, jetzt wird es unheimlich, weil ich meine, wer will schon durch so einen ekligen, gruseligen Schacht krabbeln, wenn da draußen irgendwie so ein Alien-Vieh rumrennt. Das ist der Mond brennt. War das hier nicht? War das nicht hier? Nein, das war der Ziegelraum. Scheiße. Wo bist du nochmal? Das war... Oh ne, müssen wir nochmal zurück.
Hier ist der Raum. So. Hineingehen. Wir probieren es mal auch ohne Zeichnung. Was ist das denn für eine Uhrzeit? 3:09? Okay. Okay, wir sind in dem Schachtraum. Da ist eine Münze. Yay! Geil. Okay, ich habe wieder eine gefunden. Diese Uhr scheint irgendwie mit etwas anderem in Verbindung zu stehen. Wenn ich die Zeiger bewege, könnte vielleicht etwas passieren. Zeiger bewegen? Ja, mach mal. Und jetzt ist mein Bild hier im Weg, aber... Ja, mach mal. Ach, und jetzt kann ich den großen machen. Ja, dann mach doch auf 9 Uhr. Geht nicht. So. Nee. Ach so. 12 Uhr? Jetzt weiß ich überhaupt gerade nicht, was für eine Uhrzeit ich nehmen soll. Ich lasse es mal eben. Schau mich mal erstmal noch kurz hier rum. Gibt es hier sonst nichts? Nur den Raum? Nur das hier und dann wieder zurück? Ach so. Ach so. Okay, ich dachte, ich kann mich jetzt hier noch drehen. Aber ich kann mich nicht drehen. Okay, dann muss ich wohl die Zeiger zu einer bestimmten Uhrzeit machen. Aber wie das geht und was wir da für die Uhrzeit nehmen, das sehen wir im nächsten Part von Decay the Mare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.